So, liebe Leute, nochmal, was steckt eigentlich hinter der ganzen Sache? Komma verschieben. Achtung, das geht nur bei der Division, nicht bei der Multiplikation, das zeige ich dann noch. Hinter dieser Aufgabe, wir sagen ja, okay, wenn ich hier drei Stellen habe, kann ich das Komma hier hinschieben, ne, hier hin, und dann kann ich das Komma auch hier hinschieben. Das hieße also nichts anderes als 123 durch 3. Und dann kann man losrechnen. Aber was steckt dahinter? Ich kann doch die 0,123 geteilt durch 0,003 auch so darstellen. Und wenn ich das Komma um die entsprechenden Stellen verschiebe, dann mache ich nichts weiter, als indem ich hier zum Beispiel mal 1, 2, 3 Stellen sind es, 1000. Denn 1000 hat drei Nullen hinten dran. Erweitere. Oben und unten. Was anderes mache ich nicht. Und wenn ich das mal jetzt nochmal ein bisschen sauberer abschreibe, dann sage ich, okay, das ist nichts anderes als 123 geteilt durch 3. Leute, achtet mal auf die Links. Ich füge hier Links an. Ihr könnt dann zu dem Video ganz leicht wieder zurückkehren. Und dann wird hier praktisch noch ein bisschen mehr erklärt, ein bisschen tiefergehend erklärt. Aber achtet drauf. Bei der Division kann ich das machen. Und das ist das, was dahinter steckt. Das kann man nutzen, indem man sagt, 40 durch 0,8. Da sind manche Leute ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig und sagen, aha, wie war denn das? Ist das jetzt 5 oder 50 oder 500 oder ist es nur 0,5 oder was auch immer? Ganz einfach. Machen wir das nochmal, was dahinter steckt, und dann sehen wir das nämlich. Also, ich schreibe die 40 durch 0,8 mal als Profi, also mit der Bruchschreibweise, und ich erweitere jetzt hier, damit dieses blöde Komma verschwindet, einfach mit 10. Und mit 10 erweitern heißt ja oben und unten mit 10 mal nehmen, dann ergibt sich hier oben 400, 40 mal 10 ist 400 und 0,8 mal 10 ist 8. Und jetzt geht es wieder einfach zu rechnen und jetzt weiß ich, das ist 50. Warum das hier nicht geht, guckt mal hier. Wenn ich hier einfach sagen würde, ich würde die 0,3 mit 10 erweitern, also dann wären das 3 und das mit 10 erweitern wäre 2, das ergäbe 6. Das ist aber nicht 6, sondern das ist 0,06. Nochmal an den Link denken, werde ich hier oben anfügen. Das kann man sich auch so vorstellen als 3 Zehntel mal und 0,2 ist 2 Zehntel. Und jetzt wissen wir ja, 3 mal 2 ist 6 und unten wird auch miteinander mal genommen 6 Hundertstel. Und 6 Hundertstel, das sind nun mal hier diese 0,06. Gut, wie gesagt, weiterführende Links jetzt auch zum Schluss nochmal, damit ihr da nichts verwechselt. Also, ich wünsche euch was. Vor allem beim Verstehen. Macht's gut, tschüss.